Während des Ramadan fasten Erwachsene am Tage. Sie nehmen also keine Nahrung zu sich und lesen aus dem Koran. Der Koran ist den Muslimen die Botschaft Gottes, wie den Christen die Bibel die Heilige Schrift ist. Halil macht beim Fasten mit, so gut er kann. Erst abends nach Sonnenuntergang kommt die Familie zum gemeinsamen Essen, den sogenannten Fastenbrechen, zusammen. Am Ende des Fastenmonats Ramadan gibt es das sogenannte Zuckerfest, Eid al-Fitr.